Bei dem anderen nicht der Fall. Oh, ich hab das Haar abgekriegt. Oh, ich geb einen Laser. Wow, wow, wow. Bam, drei auf einmal. Ja, ich habe wieder ein Pop, oder? Ja. Schnellschuss. Oh, geil. Guck das mal an. Das eine Powerhammer und Schnellschuss. Schnellschuss. Alter, wie geil ist das denn? So, hallo und alle zu einem neuen Video. Und heute gibt's mal wieder was richtig Spezielles. Und zwar, ich drehe mich kurz um. Wir haben ein kleines Minigame in Minecraft nachgebaut. Mal wieder eine Map. Die ist recht neu vom 27. Februar und hier gibt's mega cooles Zeug. Ich habe schon mal eine Space Invaders Map vorgestellt. Diesmal gibt's eine coolere. Und zwar seht ihr hier das Menü. Wir können auswählen hier und ja, das ist in Minecraft. So nebenbei, ich habe auch gedacht, mit. Ja, ihr könnt hier Menü switchen, je nachdem, wo ihr mit der Maus hinschaut. Und wie ihr sehen könnt, das sind eigentlich alles Blöcke. Wir sind hier in einem komplett dunklen Raum. Hier steht noch ein Command-Block, irgendwie so eine Ecke rum mit einer Platte drauf. Wenn man sich umdreht, wir haben Scoreboard-Anzeige rechts, die praktisch Punkte misst. Und einfach eine schöne Menü-Animation. Ich kann es hier durchgehen, verschiedene Punkte machen. Wenn ich die auswählen will, muss ich einfach nur springen. Also, ich gehe mal kurz zum Thema Creator natürlich. Vom Brewtech. Mal weggehen. Ich muss hier einfach unten auswählen. So. Wie gesagt, Verlinkung alles wieder wie immer in der Beschreibung. Dann zu den Settings gehen wir ganz kurz rein. Und da hätten wir hier, können wir FOV und Difficulty ändern und das Ometer, das Dings-Ometer, was gibt's denn da in Einstellungen? On-Off? Achso, genau. Damit kann man einstellen, wenn man nach einem Spiel, ob man nach einem Spiel geratet bekommt. Also wenn du deinen Punktestand am Schluss hast, ob das Ometer dir dann sagt, ups, bin ich jetzt was in die Maus gehauen? Warte, da. So, wenn du aussehen, oder wenn das Spiel zu Ende ist, wird dir gesagt, ob du ein Loser bist, ob du gut warst oder schlecht warst. Einfach deine Punkte werden gerankt. Ich hab's mal auf angestellt und dann sehen, was draus wird. So, habe ich auf On geklickt und dann Back, wieder runter und dann können wir auch in den Settings theoretisch die FOV einstellen. Und da ich es eigentlich immer stellenmäßig auf 70 habe, habe ich es jetzt mal auf 70 gestellt. Kannst aber auch höher stellen. Ich mach mal auf 90, gucken, was dann passiert. Und gehe dafür in die Optionen und stelle auch mal die FOV hier auf 90. So, mal gucken, ob das reicht. Back to game. Ja, ich gehe auf 90. Okay, dann back. Gucken, was das ist. Dann, Controls. Bei den Controls. Wie machen wir? Nach links gehen ist A. Nach rechts gehen ist D. Und schießen tut man mit der zweiten Maustaste, also Maus rechts. Kann ich das ändern? Nein, kann ich nicht ändern. Das ist einfach nur die Einstellung. Back. Und dann können wir eigentlich mal Play drücken. Hier, drücke ich mal auf Play. Wir können jetzt einen Modus auswählen, was wir spielen wollen. Wir wollen jetzt Singleplayer spielen. Man kann sogar Multiplayer spielen. Oder auch Multicoop, das heißt zu zweit gegen ja, die Aliens sozusagen. Ich mache mal Singleplayer, weil ich gerade alleine bin. Dann geht's auch schön los gerade. Bam, 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 bam. Dann baust du ja die Punkte auf. Runde 1. Mir kommt das so vor, wie als wenn gleich schon ein Leben verloren. Mit rechter Maustaste schießen wir mit WASD laufen, machen nichts nach rechts. Ja, ich habe schon ein Leben verloren. Ups. Sieht ganz cool aus, wir gehen es einfach durch und schießen die Punkte ab. Es reagiert recht schnell, das finde ich gut. Es gibt auch sowas wie Power-Ups, das finde ich auch extrem cool. Also ich hoffe, man kennt Space Invaders. Einfach hier dieses Spiel, wo du dann hier die Dinger platt machen musst. Die oben rumfliegen. Also die Aliens, das ist eigentlich mit Raumschiffen damals gemacht. Wir sind jetzt hier an der Stelle einfach die Pixel-Version. Die Tetris-Version von dem Ding. Und wir müssen einfach die Punkte abräumen. Klar, es ist jetzt nicht mehr so der Hammer als Spiel, das war es in den 90ern, was weiß ich, getroffen. Ich konnte nicht vorbei. War besser, wenn ich zweimal getroffen werde von den... Schon wieder. What? Good game. Ist ja leider ein Score. 660 haben wir gerade geschafft wegen Räumen. Ich habe es eben gerade schon mal gespielt, da habe ich abgeräumt. Difficulty war Medium. Alien Food. Das war das Score-O-Meter, was mir gesagt hat, jetzt wie gut ich bin. Ich bin Alien Food. Ja. Wir probieren es nochmal, macht nichts. Ich gehe aber diesmal in die Settings und stelle mal die FOV für 70 ein. Mal gucken, ob das ein Unterschied ist, ob das Bild dann größer ist. 70 eingestellt, dann back. Kann ich die Option FOV auch wieder auf 70 runterstellen, weil es sieht aus, wenn ich näher dran wäre. Ich bin auf 30. Oh. So, dann auf Play. Singleplayer. Und wie groß ist es jetzt, wenn ich mache? Oh, sieht das schön aus. Jetzt geht's auch schon viel besser. Ja doch, das ist eigentlich schon viel besser, wenn ich hier die FOV ein bisschen runter... Ein bisschen hoch muss ich, glaube ich. So, bis ich alles drauf habe.
So 45? Wenn ich das jetzt hab. Guck ich mal an, wie groß das jetzt ist. Wow, wenn ich jetzt 70 eingestellt habe eigentlich, aus welchen Gründen auch immer. Naja, und jetzt sieht man das doch schon viel, viel besser. Macht jetzt mal ein Geräusch, wenn ich einen Block abschieße. Einen nach dem anderen. Das ist ein bisschen die Highscores. Die Punkte. Solange jetzt runterkommt, bleibe ich verstehen und Feuer hoch. Ups, jetzt muss ich weg. Und es reagiert übelst schnell. Leute, wir haben mit dieser Version, mit den Command-Blocks jetzt, die in 1.8 raus sind, the next level of Minecraft hingekriegt. Überlegt mal, so ein Spiel in Minecraft nachgebaut. Wo soll das noch hingehen? Was da noch alles kommt, ohne Scheiß. Überlegt mal. Das wirkt sich übelst gut. Du denkst, du sitzt an der Konsole. Ja, gehst in die 90er zurück und dann denkst du, du sitzt echt an der Konsole. Ein Spiel im Spiel. Ja, krieg ich den da oben noch? Schwer zu kriegen. Also die müssen schon sogar auch genau treffen. Das ist ja der Witz bei der Sache. Boah. Schon. Nein. Vielleicht kann ich ein Power-Up einsammeln, falls... Oh, ja, ich habe Power-Up eingesammelt. Die fliegen durch die Gegend wild. Oha. Ist ja cool gemacht, übelst cool gemacht. Ich habe oben Power-Up eingesammelt, das ist ein anderes Power-Up habe ich gefunden. In der ersten Runde gehabt, da habe ich einfach Dreifachschuss gehabt. Aber jetzt habe ich als Power-Up, dass meine Kugeln einmal wild durch die Gegend flabbern, wie sonst. Oh, die drei da oben fehlen noch. Mal schauen. Aliens. Alien Norino. Ich krieg euch irgendwie nicht. Ich muss entsprechend hier vor. Okay, eins haben wir. Andere haben wir auch noch. Eins fehlt noch. Jetzt zur Seite. Ich habe ein Medium als Schwierigkeit. Ich hätte mal easy auswählen sollen von Anfang. Zack, okay, aufgeräumt. Jetzt kommt die nächste Runde. Round 2. Ups. Ja, und Round 2 wird dann meistens ein bisschen schneller und das Power-Up ist auch wieder ganz ins Open. Jetzt sollte ich zuerst auf das Power-Up gehen, ne? Vielleicht gar nicht mal so verkehrt, ne? Wupp. Ich weiß nicht genau, welche FOV-Einstellung jetzt. Was übrigens, wenn ich mit der Maus hier so gucke, dann ändert sich halt auch das Bild. Ich glaube, wir gucken sogar nach unten. Ich glaube, wir gucken einfach nach unten gerade, sodass ich nämlich hier so umdrehen kann. Mit der Maus. Guck mal nach vorne. Ah, das macht nix. Boah. Ich sag's euch, irgendwann gibt's ein Call of Duty in Minecraft. Nur mit Vanilla. Ohne Mods. Nein. Würde ich mal nicht sagen, aber. Wie sich Leute ransetzen und. Alles mögliche entwickeln an der Stelle. Ich warte, bis sie wiederkommen. Oh, ich hätte mich auf das Power-Up da oben schätzen sollen. Kriegt man aber nicht so leicht, das ist das Problem. Es ist so schnell. Ausweichen und zurückfeuern. Ich fühle mich wie ein Let's Player der 90er. Allein bei dem Game gerade. Ich glaube, die hätten auch nicht allzu viel zu reden. Ganz einfach, weil ne, es da nicht so viel zu reden gab. Komm, ich bleib jetzt hier und schieße auch die ganze Zeit hoch. Gut, den haben wir. Haben wir auch. Komm, wir räumen komplett einmal auf. Sind wir schon bei 8 Minuten vom Video. Mal gucken, ob ich das auch nochmal aufräumen kann. Krieg ich das Power-Up? Power Up Reno. Ich brauche das Power Up ja gar nicht. Jetzt habe ich auch Grund. Okay. Nächste Stufe. Runde 3. Und das kann man halt jetzt, ich denke mal, beliebig fortführen. Alter. Ich muss aber sagen, das ist echt gerade das perfekteste Minigame, was ich bisher in Minecraft gesehen habe. Das beste Minigame. Von der Funktionsweise, von dem Menü, was es gab,
was ich bis jetzt jemals in Minecraft gesehen habe, auch von anderen Seiten nicht gezeigt habe. Das ist echt der Hammer. Also für dich. Wirklich krass. Wenn man jetzt F1 drückt, denkt man, man wäre in einem komplett anderen Spiel. Ja. Ohne Witz, komplett anderes Spiel. Sogar Minecraft mehr. Und wegen Rechtsklick schießen. Ich will das Power-Up da oben haben. Da kommt einmal Power. Na gut, schwer zu treffen. Das war echt. Das wäre ja zu einfach. Auch gar nicht mehr so Leben angezeigt bekommen. Kann man anderweitig sich anzeigen lassen, wirklich. Also dann danach, wenn es fertig ist. Und das Coole ist, auch hier funktioniert das mit den Treffern exakt bei den Blöcken. Also wenn ich wirklich stehe und das Ding fliegt ein Block daneben, die gegnerische, der gegnerische Schuss vom Alien in dem Fall, dann funktioniert das sogar. Also das war ja bei dem anderen nicht der Fall. Oh, ich hab das Power-Up gekriegt. Oh, ich krieg einen Laser. Wow. Bam, 3 auf einmal. Wow, jetzt wieder normal. Alter, wie cool ist das denn? Alter Power-Up und Laser. Komm schon, den einen kläre ich jetzt noch. Ein Level. Dann geht's zum nächsten Level theoretisch weiter. Alter, wie cool ist das denn? Vorher war es ein Dreifachschuss, jetzt so ein bouncender Ball. Und die schießen echt random nach unten. Komm schon, Power vielleicht. Ja, ich habe wieder ein Power, oder? Ja. Schnellschuss. Boah, geil. Wie das machen? Das eine Power und Schnellschuss. Schnellschuss. Alter, wie geil ist das denn? Ja schon. Ich hätte gerne jetzt das obere. Komm zurück. Du gehst von den Laser rein. Ja, jetzt habe ich wieder normal Speed. Haben wir auch gekriegt. Yay, nächstes Level theoretisch. Okay, so kann man es halt jetzt weiterführen, aber ich nehme an, für die Demonstration des Videos reicht's. Und für die, die noch dran sind, hätte ich nicht gedacht. Weil zwischendrin schwingt man ja gerne ab, also was, weil es ja recht eintönig ist dann doch. Aber überleg mal, so krass gemacht. Einfach so krass gemacht. Schreibt mir euren Score und ja, ich beende jetzt mal das Video im Sinne vom Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, schreibt euer Feedback, wie findet ihr die Map? Ich finde die cool. Ist mega cool gemacht dafür, dass es einfach in Minecraft ist. Und dann, ja, bis zum nächsten Video. In diesem Sinne, lasst krachen. Und tschüss, haut rein.